Du bist überzeugt vom Islam? Ja. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 23. 23. Und wie heißt du mit Vorname? Shanna. Okay, also dann machen wir das mit dem Glaubensbekenntnis. Also du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden außer Allah. Und du Ja. bezeugst, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Genau. Und jetzt machen wir das auf Arabisch und das muss richtig vom Herzen kommen. Ja, ich bin schon aufgeregt. Ashhadu Eshadu an an La ilaha La ilaha illallah illallah wa ashhadu wa Eshadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasul Rasul Allah. Allah. Ja, jetzt kann dein Herz. Allahu Akbar. Ja, ich höre das im Hintergrund, Masha'Allah, das ist die Freude. Ja, wirklich, wirklich. Ich habe auch schon meine erste Waschung hinter mir. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Gott. Ja, das ist die Richtleitung, Schwester. Und was sagst du zu den Menschen in Deutschland? Was ich den Menschen in Deutschland sage, Ja. dass das nur der Weg sein kann. Ich habe schon mit meiner Schwester gestern darüber geredet und ich bin total überzeugt und ich fühle mich richtig gut, seit ich das alles mache. Also mich wirklich damit beschäftige. Ich lese Bücher, ich schaue mir die Seiten an und ich fühle mich besser. Alhamdulillah. Und jetzt fühlst du dich mit Sicherheit noch besser als gestern. Noch besser. Noch besser, ja. Ja, Alhamdulillah, das sind die wahren Gefühle. Ja, dann genieße den Islam. Dankeschön. Du bist jetzt wie neugeboren. Ja, so fühle ich mich auch gerade. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Schwester. Möge Allah alle Menschen hier in Deutschland dieses Gefühl, inshallah, geben in den Herzen und dass sie richtig geleitet werden, inshallah. Wir sagen Amin. Amen. Amin. Okay, Schwester. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله